Tag, mein Name ist Christian Mucher. Ich darf Sie allerherzlichst bei unserem neuen Format Mucher am Montag begrüßen. Ich befinde mich hier in den Räumlichkeiten der Filmfactory. Hier versuchen wir günstig zu produzieren. Die können das ja nicht nur qualitativ, die können auch günstig produzieren. Und hier werde ich Ihnen allwöchentlich Geschichten zur Lage der Kommunikationsnation zum Besten geben. Ich hoffe, dass das, was ich Ihnen erzähle, Ihnen Spaß macht. Wenn es das tut, schreiben Sie uns eine Mail an christian@mucher.at und wenn es das nicht tut, schreiben Sie die Mail gleich direkt an unseren Rechtsanwalt Dr. Georg Zanger. Ja, was will ich Ihnen heute erzählen? Eigentlich eine der irrwitzigsten Sensationen der Branche, wenn sie so realisiert wird, wie uns das unsere Informanten zugetragen haben, und deren Namen werden Sie so wie immer selbstverständlich nie erfahren. Und wenn diese Geschichte mit "Es war einmal" beginnt, dann muss es sich nicht unbedingt um ein Märchen handeln, sondern vielleicht ist das auch eine wahre Begebenheit. Und übrigens, jede Ähnlichkeit der genannten Personen mit den lebenden Akteuren ist bewusst, stimmt und nicht zufällig. Es war einmal ein netter, älterer Zeitungszar, dessen Namen Sie erraten haben. Er hieß Hans Dichand und ist leider schon verstorben. Dieser Mann, die faszinierendste Figur der Zweiten Republik in Sachen Medien, hatte einen Mann, der war zuständig für die Vermarktung seines damals fast 3 Millionen Leser umfassenden Blattes der Kronenzeitung, mit der er im Jahr 2000 das erste Mal vor Steuern 1 Milliarde Schilling Reingewinn gemacht hat, wie er mir stolz erzählt hat. Und dieser Franz Brenner hat sich ziemlich gestritten mit seinem Management, man sagt auch mit dem Sohn und man sagt vor allem mit dem Herrn Altermann. Das war für den Herrn Dichand nicht besonders angenehm, also hat er dem Franz Brenner versprochen, dass er ihm einen neuen Job organisiert. Und der Dichand soll, so hört man, damals mit dem ORF-Generaldirektor gesprochen haben und den ORF-Generaldirektor Dr. Wrabetz befragt haben, der ja ein großes Paket sich gewünscht hat in Sachen Gebühren, womit man dann über 120 Millionen für den ORF à la longue bekommen würde, und ihn gefragt, und ihm gesagt, hören Sie zu, und das muss natürlich auch mit dem Zutun der Kronenzeitung passieren, und wenn die Kronenzeitung da mitmacht, dann funktioniert das sicher. Und Wrabetz war höchst erfreut und hat dann gesagt, also Herr Dichand, wunderbar, und was kann ich dann für Sie tun? Und der Dichand hat gesagt, naja, ich hätte da so diesen Menschen, den Herrn Brenner, und das funktioniert nicht gut, vielleicht findet sich für den eine Verwendung. Na, hat sich blitzschnell eine Verwendung gefunden, er wurde nämlich Chef der Enterprise. Der damalige Chef der Enterprise, Walter Zingel, wurde von Wrabetz davon in Kenntnis gesetzt, dass er leider das Haus verlassen müsse. Und Zingel, so erzählt mir unser Informant, habe damals zu Wrabetz gesagt, wenn das wirklich über 100 Millionen bringt, dass ich den ORF verlasse, dann bin ich schon weg. Zingel ist also zu einer Firma gekommen, die hieß Maxus, eine Tochtergesellschaft der größten Mediaagentur Österreichs, die nur dazu da war, um eine andere Mediaagentur, nämlich die Media AT, die von Paul Schauer vorher geführt wurde, der das Unternehmen verlassen hat, zu schlucken und zu übernehmen. Deren Hauptproponenten, der Casino-Generaldirektor und der Telekom-Chef und der BAWAG-Chef, haben gerade alle das eine oder andere bekannte Problem gehabt, haben sich nicht wunderbar verstanden, und dieser Kauf ist nicht zustande gekommen. Auf der anderen Seite gab es bei der RTL-Tochter IP Austria, die von einem gewissen Gerhard Riedler geleitet wurde, einige Probleme. Dieses Unternehmen hat zu 50% RTL gehört und zu 50% gehört, zu 50% RTL und zu 50% der Kronenzeitung. Und ich sehe noch den Hans Mahr vor mir, wie der sagt, ihr müsst euch da unbedingt mit 50% beteiligen. Und ich sehe den Dichand, wie er sagt, ja, aber was wird uns das bringen? Und Mahr sagt, die Zukunft, die Zukunft, die Zukunft. Und also haben sie sich halt beteiligt an dieser Vermarktungsfirma von RTL. Dieses Unternehmen hat nun mit einem Mitbewerber zu kämpfen, ein gewisser Herr Markus Breitenegger, seines Zeichens Chef der Pro7 Sat1 Puls 4 Austria Gruppe. Diese Austro-Programme, die der Breitenegger gemacht hat, haben dazu geführt, dass er den Abstand, was die Werbeeinnahmen betrifft, zu den anderen Mitbewerbern, sprich zu den RTL-Werbefenstern und zu ATV, deutlich vergrößert hat. Das hat nun dem Herrn Gerhard Rieder, dem Chef von
der IPA Österreich überhaupt nicht gefallen und Riedler ist also regelmäßig nach Deutschland gepilgert zu Anke Schäferkord und hat gesagt, wir müssen ein eigenes Österreich-Programm machen, hat riesige Konzepte und Vorschläge gebracht, die alle abgeschmettert wurden. Warum? Gerhard Zeiler, der unglaublichste Guru des Weltfernsehens, hat immer gesagt, nein, Österreichs Fenster kommt überhaupt nicht in Frage, das rechnet sich nicht. So wie Alex Rabitz immer gesagt hat, Frühstücksfernsehen kommt überhaupt nicht in Frage, das rechnet sich nicht. Und wenn der Zeiler bei RTL irgendetwas gesagt hat, dann war das ungeschriebenes Gesetz. Wenn also der Zeiler gesagt hat, die Manager von RTL müssen vor einer Verhandlung an die Wand schauen und dreimal rülpsen, dann haben sich alle Manager an die Wand gestellt, dreimal gerülpst bitte, weil der Zeiler das gesagt hat. Deswegen hat die Anke Schäferkord es einfach nicht übers Herz gebracht, das Österreich-Programm zu starten. Das heißt, der Riedler ist gescheitert, hat sich geärgert, hat die ganze Geschichte hingeschmissen, weil er ja einen super Job angeboten hat. Und hier schließt sich der Kreis, nämlich man hat ihm angeboten, zur Mediaprint zu kommen und dort die Geschicke der Kronenzeitung zu lenken und den Altermann, den, der sich nicht verstanden hat, mit dem Franz Brenner von seiner Zeit zu beerben. Dann hat man gesucht, einen Nachfolger für den ausgeschiedenen Gerhard Riedler bei der IP Österreich. Und dort gab es einen gewissen Florian Skala, ein netter Manager, aber ja, nicht der Typ, der jetzt das Gewaltige bewegen kann, der hätte das schon fortgeführt, war auch der Wunschkandidat und der aufgebaute Kandidat von Gerhard Riedler. Und dann ist plötzlich jemand anderer aus der Versenkung gekommen, mit dem man nicht so leicht gerechnet hat, nämlich Walter Zingel, der Mann, der bei der ORF Enterprise, und da schließt sich jetzt der Kreis, wegen Franz Brenner gehen musste. Walter Zingel kostet viel Geld, das haben die gewusst, die haben ihn trotzdem genommen, also müssen sie dem Zingel eine Reihe von Wünschen erfüllt haben. Zingel war auch bei Anke Schäferkord, hat, wie er zugibt, mit ihr gesprochen über Austro-Programm und er hat sich ausbedungen, dass er aus der RTL-Familie mehrere Programme bekommen kann, mehrere Sender bekommen kann, da gibt es verschiedenste Wissenschaftssender, Crime-Sender und so weiter. Da wird er eine ganze Reihe hier in Österreich demnächst auf den Markt bringen. Die Sender sind zwar klein, aber jeder dieser Sender als Werbefenster kann wieder Geld bringen und den Abstand zu Breitenegger verkürzen. Zum anderen hat sich Zingel ausbedungen, dass er hier Austro-Programm machen darf. Und jetzt kommt aber offensichtlich eine sehr große Sensation auf uns zu. Denn viele Indizien und viele Informationen ergeben, dass es so sein könnte, dass die Kronenzeitung diese Programme in Österreich zu einem Löwenanteil finanzieren könnte. Christoph Dichand hat offensichtlich verstanden, dass nicht die größte Zukunft für Tageszeitungen da ist und er muss hier irgendwo doppelt moppeln. Auch Wolfgang Fellner hat das verstanden, den ich bei seiner Weihnachtsfeier gefragt habe. Wolfe, wie ist das eigentlich, wenn du zurückblicken könntest, würdest du statt Österreich nicht lieber doch einen TV-Sender machen? Er hat das bestritten, aber ich habe in seinen Augen gesehen, na selbstverständlich würde er viel lieber einen Fernsehsender machen. Das heißt, der Dichand begreift das jetzt und das hätte natürlich auch eine unglaubliche Fantasie. Einerseits könnte man Formate und Sendungen und Programme, die man macht, wenn man sich da entsprechend darauf einstellt, für Krone.at verwenden. Andererseits wird heute schon unendlich günstig produziert. Wir lesen also im neuen Extradienst, dass zum Beispiel ATV seine Society-Sendung High Society jetzt mit unter 500 Euro in der Minute produziert. Das muss man sich einmal vorstellen. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Und auch der Breitenegger produziert immens günstig für seine Formate, die er auf den Markt bringt. Das Zweite ist, die Stars kosten gar nicht so viel. Zum Beispiel der jetzt von ATV weggehende und zu Puls 4 wechselnde Volker Piszek, der kostet ungefähr 150.000 Euro im Jahr. Sie hätten das wahrscheinlich für viel höher eingeschätzt. Es ist gar nicht so substanziell. Man kann schon günstig Fernsehen produzieren. Ich glaube, dass damit eine unglaublich neue Welt auf uns zukommt, dass das eine der spannendsten Entwicklungen im heurigen Medienjahr wird. Und wir werden das natürlich auf extradienst.at für Sie ganz genau verfolgen und versuchen, hautnah dabei zu sein, wie sich das alles weiterentwickelt. Darauf freut sich schon und bis zum nächsten Mal, Ihr Christian Mucher.